Wenn man hier nicht alles selber macht, ne? Ihr lieben Vögelein, ich weiß, ihr habt auch Hunger. Und ihr dürft euch gerne auch was rauspicken. Aber, Leute, nicht, wenn ich hier lang fahre. Das ist so giftig. Inas. Komisch, ne? Ja, ist giftig, wird aber erstmal hier aufs Feld gesprüht. Naja. Das muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. So, hör mal. Machen wir schöne Dünger in die Erde rein. Das geht zum Glück schnell. Alter. So, gut. Bis jetzt habe ich noch nichts kaputt gemacht, ne? Bis jetzt bin ich nur noch mal drüber gefahren. Richtig? Richtig. So, abschalten. Anheben. So, das Feld ist bestellt. Korrekt? Gesät, Dünger drauf und jetzt heißt es warten. Warten, warten, ab in den Garten. So. Geh mal weg, LKW. So, wir haben das Feld hier mit Sojabohnen. Wachstum. Im Wachstum. Sieht auch ganz gut aus hier, bis auf so ein paar kleine Stippen. Bodenbeschaffenheit. Ja, nicht so. Aber ja. So. Ja, läuft. Okay. Gut. Eine Menge Kram hier steht schon. Eine Menge Kram steht da immer. Was ist das rosa, ne? Zuckerrüben. Das wäre ein Schweinchen. Schweinefarm. Lalalalalalalalala. So, warte mal, was kostet eigentlich Baumwolle? Was ist man da eigentlich für? Ja. Da, da. 797 in der Spinnerei. Das lohnt sich auch nicht wirklich. Siehst du, was habe ich gesagt? Sojabohnen, kaum sind die angepflanzt, gehen die Preise in den Keller. Es ist doch alles nicht wahr. So, Tiere. Nee, ich habe noch keine Stelle und nix. So, machen wir mal Motor aus. Steig mal aus hier. So, gut. Was war das? So, was mache ich hier mit dem Gras? Das ist alles mein Gras. Das ist mein Gras, Alter. So. Sojabohnen im Wachstum. Heißt, aber ich brauche was Kleines. Was Kleines, Billiges. Guck mal, der Fiat, der hat 150 PS. Und er hat nur 100. Das war zum kleinen, süßen Fiat, ne? So. Hier, der kriegt eine Pflegebereifung. Er fährt aber auch nur 25. Süß. So. Er ist für die zweite Saat nämlich zuständig. Den miete ich mir auch.
Ja, möchte ich. Okay. So, das heißt, ich hole den jetzt ab. Warte mal. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Warte mal. Ich suche einen Hänger. Ein Hänger, wo man was reinhängt. Was? Nein. Nee, hier so ein Hänger halt. So eine. Einfach nur so eine Ladefläche. Flüssigkeiten. Dollys. So, an Dollys lassen sich Transportanhänger, Schneidewerke, nein. Tieflader. Ja, sowas in der Art, aber nee, das ist alles nicht, was ich suche. Das ist alles nicht, was ich suche. Nee. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wie groß ist dieser Anhänger? Kann ich da... Weißt du, ich will da die... eben das Saatgut mit transportieren. Ach, guck mal, hier im Ball. Ja, sowas meine ich doch. Was kostet der denn? 640. Wie, die kosten alle gleich, egal was ich nehme? Oder bist du dumm? Ja, dann nehme ich doch einen so ein. Und einen so ein. Ach, guck mal, der kostet mehr. So, und dann. Ja, es tut mir leid. Ich brauche einen Gabelstapler. So. Ja, ist okay. So. Ah, steigst du mal aus, ne? Okay, steigst wieder ein. Ach, ist der süß. Darf ich das überhaupt? Mit 25 km/h Anhänger auf der Straße ziehen? So. Motor aus, steigen wir aus. So.
Ja, ich fahre. Ich bin's, der Staplerfahrer. Beams, der Staplerfahrer. Halt, nein. So, ich hab einen Staplerschein. So, ich hab einen Staplerschein. Nein, hab ich nicht. Alter, wie schwer ist der denn zu fahren, sag mal? Oder ich stelle mich einfach nur selten dämlich an. Schön verladen hier. Ich bin der Verlader. Verlicki bum bum down, verladen. Verladen macht mir Spaß. So. Oh, dieser Motorsackes Geräusch, ne? Alter Vater. So, jetzt ist aber der Punkt. Ich krieg ja nur zwei da rein. Aber auch noch zwei. Weißt du, das machen wir ganz anders. Wir machen es ganz anders. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Ach Leute. Oh, oh. Nein. Ich fahre den Stapler. Ernsthaft, habe ich das jetzt da reingeschüttet? Und jetzt kriege ich den nie wieder raus. Ich fahre das hier erstmal nach Hause. Dann kann ich mir was überlegen. Halt. Kann ich da Gurte drum machen? Sicher ist sicher.
So, dann ist die kleine Möhre hier nämlich mein Zweitdüngungspflegebereifungsbesetzter Traktor-Schnuffel-Gerät. Und außerdem, warum ist der nicht in Pink? Weil ich die Farbe nicht ändern konnte. Alle Geräte müssen pink sein. Sonst macht es doch gar keinen Sinn. So. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen so eine Hängerkupplung. Da müssen wir doch mal eben was gucken. Hör mal. Da müssen wir doch mal eben was gucken. Da können wir doch nicht so sein lassen, Gerät. So, kannst du den ziehen? Nein. Kann er definitiv nein. Ernsthaft? Ja, geiler Typ. So. Alter, bist du dumm? Der passt da sowas von definitiv nicht drauf. Aber für irgendwas muss die Kiste ja gut sein, ne? Das passt nicht, hör mal. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Hat er eigentlich jetzt ernsthaft fest? Ich fahre mit dem Stapler warm.
Die vermüllten Stapler. Tuck, 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 tuck. 25 km kriegt er drauf. Immer. Oh, je weiter du weg bist, desto leiser ist es. Und ich habe die Lautstärke schon gesenkt. Wann habe ich eigentlich mein Haus bewegt? Die kleine Möhre hier. Aber wenn hier hinten wirklich Gewicht drauf ist, ne? Dann ziehst du den nicht. Dann hebt er dich hoch. So. Ich weiß noch nicht, wofür ich ihn brauche, aber... ja. Hat man dann erstmal. So. Boah, rutsch. Oh, ungesicherte Ladung. Ungesicherte Ladung. Wieso kann ich da nicht raufspringen? Nein. Nein. So, Freunde. Was geht? Ich sag's dir ganz konkret, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, erstmal nach Hause. Ah, so. Hier ist erstmal schön Ruhe. So. Ich mache mal eben ein kurzes Päuschen. Ich muss mal gucken, wie ich das hier schneide. Und ja, dann geht das hier in Kürze weiter beim LS 19. Bis dahin.